Warnung: Die folgenden Szenen sind keine Trainingsanleitung. Für Übungsanleitungen jeglicher Art besucht bitte eure nächstgelegene CrossFit-Box und fragt keinen Arzt oder Apotheker. Wir sind nun zwei Hipster auf der Suche nach YouTube-Money. Cash rules everything around me, cream get the money, dollar dollar bill, yo. Ach guck! Was los? Ah. Was los? Was los? Sorry. Das platzt manchmal so aus mir raus. Das war keine Absicht, das war. Oh. Peinlich, hier läuft ein Kurs. Willkommen. Ich bin jeden Tag hier, ja? Ja, ich nicht, deswegen ist mir das auch ziemlich egal. Ja, willkommen zurück bei euren Lieblings-Hipstern. Es soll heute weitergehen, man glaubt es kaum. Mit nur einer kurzen Pause geht es weiter mit dem CrossFit A, B, C. So. Kein Wort gesagt. Nee. Tschüss, das war schon wieder. Nein. Heute sind wir schon, man glaubt es kaum, wir sind schon beim D. D wie? Deadlift die Soße. Der heißt Deadlift die Soße. Heißt der junge Mann Deadlift? Oder heißt die Übung, die wir als erstes machen, Deadlift? Schreibt es in die Kommentare, ja, was ist die richtige Antwort? Ich weiß nicht so genau. Nein, also, Schagel, zeigen Sie jetzt mal den Deadlift. Ja, wir machen den Deadlift. Einen schön schweren Deadlift. Ist der Deadlift? Guckt ihr das auch eigentlich? Hier? Deadlift? Pam, pam. Guckt ihr das auch? Schagel, wie sieht so ein richtiger, schöner Deadlift denn aus? Also, was wäre denn das deutsche entsprechende Wort dafür? Kreuzheben. Richtig, das wird vielleicht heben, einigen Leuten... Kreuzheben, genau, ja. Heben, man sagt auch mal einfach nur heben. Heben, wo man zieht. Ja, aber... Braucht man nicht drüber nachdenken. Also, ein Deadlift sieht folgendermaßen aus. Ist jetzt schon, dass ich sehe jetzt schon, dass es No-Rap wird. So. Richtig? Dicht. Ich sage jetzt nichts dazu, ich mache einfach. Wir halten wir über Kopf und machen, bis alle fertig sind. Einmal ganz, ganz kurz Pause machen. Einmal Spannung. Krass, das waren direkt zwei. Das war ein formschöner Deadlift. Was uns hier auch nochmal wichtig ist an der Stelle, ich habe es jetzt gar nicht am Anfang gesagt, aber wir sind keine Coaches. Keine Coaches und das ist vor allem kein Lehrvideo. Wir erklären hier nur lustig Wörter. Okay, man kann jetzt natürlich auch sagen, an dieser Stelle, ich bin schon Coach, verdiene damit mein Geld und ernähre eine Familie damit. Nein, aber dieses Video hat keinen Anspruch, ein Tutorial zu sein. Nein. Und wir sind natürlich, das ist ganz wichtig, wir sind immer überall irgendwie grundsätzlich angreifbar, eigentlich, wenn wir nicht sagen würden. Da draußen gibt es 20.000 Leute, die es besser wissen. Also, wenn ihr es besser wisst... Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr wohl keinen Kanal. So, genau, das war der Deadlift? Das war der Deadlift. Wir kramen jetzt gleich mal das nächste Wort, den nächsten Begriff raus. Und ich würde sagen, das sind Double Unders. Oh! Oh, das ist... Wenn es im CrossFit eine Übung gibt, mit der Leute viel zu kämpfen haben, gerade am Anfang, und die für sehr, sehr viel Frustration innerhalb der Community sorgt, dann sind es eindeutig Double Unders. Double Unders. Und aber auch erst dann, bevor die, auch mit D wieder guck, die Dribble Unders dazukommen, die tun auch weh. Also Double Unders ist so ein Ding, das kann man irgendwie schwer lernen, man muss es einfach üben. Das ist weniger eine Kraft- oder eine Sprunghöhe-Frage, sondern ja, bis die Bewegung so eine sitzt. Rhythmusfrage. Ja. Man muss es einfach ein paar Mal gemacht haben. Was hältst du davon? Ach Alex, mach doch mal einen vor. Die Idee beim Double Under ist die, dass man nicht wie beim herkömmlichen Seilspringen, was der liebe Alex sonst immer ganz gern macht, wenn er gut gelaunt ist. Single Under Combo S. Ja, schön. Wenn ihr die Double Unders könnt, machen wir die Single Unders. Heißt es eigentlich anders? Oder ist das Hamburg? Thomas Anders. So, hätten Sie den Alex, der macht gleich die Double Unders. Und, Double Unders sind quasi zwei Thomas Anders nebeneinander. Du hast echt viel zu schneiden. Ja. Sehr, sehr viel zu schneiden. Genau, er springt also, geh doch mal weg, Mensch. Er springt also hoch und anstatt wie gewohnt das Seil geschmeidig einmal durchzuziehen, zieht er pro Sprung das Seil doppelt, also zweimal durch. Man wird es nicht sehen können, weil er so rasend schnell ist. Wir gucken mal. Soll ich? Bitte. Sind Sie soweit? Ja. Zwei Stück. Reicht auch. Willst du nochmal zeigen, dass es besser ist? Wie lang ist denn dein Seil? Also,
Es ist was, was du öfter hörst, aber... Höher festmachen und in einer Tour runtergreifen. Hast du... Das erste, was jetzt... Also das erste, was gerade gesagt, du bist doch gar nicht so groß. Du hast mir noch ein falsches Seil gegeben hier. Ja. Aber ein Tipp, den ich mal kurz geben kann für Double Unders, der mein Leben verändert hat. Wenn ihr die Füße beim... Sieht man mein Gesicht überhaupt? Wenn ihr die Füße beim Double Under zusammenhaltet, dann läuft es direkt besser. Achtet mal drauf. Jetzt klappt es wahrscheinlich gar nicht. Das war wirklich ein Tipp, der mein Double Under-Leben nachhaltig verändert hat. Den Tipp habe ich von Björn damals bekommen. Beste Grüße und vielen Dank. Seitdem bin ich ein anderer Mensch. Also, nächste Aufgabe. Wir arbeiten okay. In die Bewegung. Fällt dir noch ein blöder Spruch ein oder wollen wir mit dem nächsten Begriff weitermachen? Ich kann mich nur nicht entscheiden, weil es muss ja auch schnell gehen. Ist der Spruch zu lang, unterbrichst du mich ja wieder. Apropos unterbrechen, was ja erst bei U kommt, machen wir doch mal D wie D-Ball. Was ist denn ein D-Ball? Das liest man ja ab und zu. Ja. Weiß jemand, wofür das D in D-Ball steht? Der liebe Lenny hat gerade spontan Damage rausgehauen, meint es aber nicht so ernst. Also weiß jemand, wofür D-Ball steht? So, manchmal steht ja statt D-Ball auch Slam-Ball. Dort, das ist das... Gleiche, dasselbe. Ja, oder? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht kann das unsere Community aufklären. Was genau, wofür steht D-Ball? Was ist ein D-Ball? Was wir glauben, was ein D-Ball ist, zeigen wir euch jetzt einfach mal. Keine Angst, wir lassen die Hose an. So, Schagel wühlt hier schon etwas Nettes. Natürlich den kleinen D-Ball. Du kleiner Fauler. Darum geht Sack. Es doch überhaupt gar nicht. Ich weiß, ja, dieser D-Ball wiegt immerhin 30 Kilo. Ja. Und was macht man mit so einem D-Ball? Den kann man den kann man auf jeden Fall erstmal anheben. Ich hebe ihn gleich mal so an, wie ich ihn anheben würde, wenn er nicht so furchtbar leicht wäre. Ja? Das heißt, man versucht mit den Händen drunter zu kommen. Kann das Ding anheben und hier hochreißen. So, das ist die eine Möglichkeit. Die Möglichkeit benutzt man vor allem dann, wenn man D-Ball over the shoulder macht. Mit schweren. Zack. Und über die Schulter. Das macht man. Der fliegt aber auch, ne? Das machst du sehr gut. Das macht man eigentlich auf jeden Fall mit eher so mit 60 oder 75 Kilo Bällen. Und es gibt also diesen D-Balls und dann wird das zum Slam-Ball. Kann man auch einfach. Bap, diese Geschichte machen. Das ist dann fast so ein bisschen wie beim Clean and Jerk. Nur ein bisschen schwerer kommt in die Streckung. Was ja auch schön ist, ist einfach das Ding halten oder damit auch einfach so, nicht Farmers Carry, aber halt einfach genau. Carry. Also D-Ball Carry ist dann mal ganz geil. Ich zum Beispiel habe einmal die Woche so ein Strongman-Tag. Komisch, sieht man gar nicht. Der macht ja auch nur Strong. Also einmal... An dieser Stelle möchte ich nochmal auf meinen eigenen YouTube-Kanal hinweisen, Schagelbutt. Da seht ihr... Die pure Langeweile. So, jetzt mach mal. Nur Workout. Wie sieht denn so ein Carry aus? Wichtig bei der Bewegung ist, dass sie. Oh! Und er läuft da rum. Und er läuft da rum. Wobei ja nicht gesagt ist, wie man den D-Ball carryen muss. Man kann ihn ja auch. Hier carry. Aber es ist auf jeden Fall eine Übung, wo man. Hast du mal einen Bizeps darauf eigentlich? Der ist prall. Gefüllt. Der ist prall. Gut, das ist ganz wichtig. D-Ball ist ja so eine nette Übung, wo man am Anfang denkt, so. Was denn los? Ja. Geht doch. Geht. Und dann so plötzlich nach so ganz schlimm. 30 Sekunden. Ganz schlimm. Ganz schlimm ist, hast du den Ball in dieser Position, ist ein bisschen schwerer als der hier, musst du ihn ja extrem festhalten, also gegen dich drücken. Drückst du ihn gegen dich, drückst du aber leider auf den Bereich, mit dem du atmest. Also bist du gezwungen, zum Beispiel 400 Meter lang, etwas schwer zu tragen, was auf den Rücken geht, ohne dabei besonders viel atmen zu dürfen. Das ist also der große Haken und das große Problem. Geht irgendwann das Zittern in den Arm los, ja. Aber Zittern kommt ja bei C. War ja schon, hatten wir hoffentlich drin. Da wird einem aber ganz dödelig bei, um mal das D nochmal untergebracht zu haben. Ja, das war schon das D, oder? War schon das D. Warte, ich guck nochmal kurz in mein mobiles Endgerät hier. Oh, wir haben was vergessen, wir haben eigentlich das Wichtigste vergessen. Ja. Die können wir ja auch bei K wie Kurzhantel bringen. Stimmt. Da habe ich die Katze schon aus dem Sack gelassen. Ja, also Dumbbell darf natürlich nicht fehlen. Ach, da sehe ich zufälligerweise ein paar. Hol doch mal eine her.
Eine kleine. Genau, eine Dumbbell ist natürlich keine Übung, sondern eine Gerätschaft. Und wie die genau aussieht, wisst ihr wahrscheinlich auch alle, aber es zeigt uns Schagel mal. Oh. Genau, eine nette, kleine Kurzhantel. So. Sieht man die überhaupt? Die so klein, die sieht man kaum. Ja, mit dieser Kurzhantel kann man eigentlich alles anstellen, was man auch mit einer Langhantel anstellt und noch mehr. Und nur schwieriger, finde ich. Ja. Teils. Weil das Ding ist ja, man trainiert quasi beide Seiten isoliert voneinander und dadurch wird so ein Clean oder so ein Thruster oder was weiß ich, ein Push-Press wird mit Kurzhandeln auf jeden Fall nicht einfacher, aber macht einen besser. Genau. Also gerade, was ich ganz schwierig finde mit den Dingern, ist ja so das Overhead-Squat, ne? Ja. Werde ich jetzt nicht vormachen, auf gar keinen Fall, dafür bin ich nicht aufgewärmt und komme jetzt nicht so. Mach doch mal einen vor. Nein. Also mit den Dingern kann man sämtlichen Schweinkram machen. Ganz großen Trend momentan recht häufig ist ja auch schon länger, ist ja der Snatch, der Dumbbell Snatch. Ja. Ne? Da gibt es ja verschiedenste Varianten. Aus oder? Dem Hängen, aus dem seit den letzten Open. Clean Jerk. Da genau. Ist die Hantel fast gar nicht drin, während ich diese Übung mache, aber es macht nichts. Das ist auch eine von den Übungen, wo ich nach 5 Wiederholungen dachte, ja, ist doch alles gut und dann irgendwann ist so, okay, genau. Ist doch ein bisschen anstrengend. Diese hier wiegt nur, man sieht das daran, dass ich sie so leicht bewegen kann, 45 Kilo. Nein, die wiegt jetzt 10 Kilo, federleicht. Grundsätzlich ist, glaube ich, das Gewicht Standard Open für so Cleans und hast nicht gesehen, für den Herren immer 22,5 Kilogramm, also 50 Pfund, ne? Ja. Und für Ladies, oh, müsste ich lügen, 15 Kilo? 30 ja, Pfund? Könnte. Irgendwie so? Ja, genau. Das, also wenn ihr irgendwie so ein Workout habt, wo ihr sagt, das mache ich öfter mal und das liegt mir ganz gut und das mache ich mit Langhantel, irgendwas, ob es irgendwas mit Deadlifts ist oder Cleans oder Thruster, dann ersetzt doch die Langhantel mal durch zwei Kurzhanteln und schaut mal, wie es euch dann ergeht. Also da kann man die ein oder andere Überraschung erleben. Ich würde sagen an dieser Stelle, das war's mit D. Fällt euch noch ein Begriff mit D ein, der unbedingt geklärt werden müsste? Haut raus, schreibt es in die Kommentare. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wie immer. Genau. Und kommentieren das. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, lasst die Abos glühen, wenn ihr weitere Videos von uns wollt und wenn ihr das ABC weiter hören, sehen, fühlen wollt. Und schreibt uns auch gerne unten in die Kommentare, ob wir denn Begriffe vergessen haben. Dann holen wir die noch nach. Wir haben übrigens das ganze ABC in so einer netten Playlist gesammelt. Die könnt ihr euch reinziehen. Auch gerne öfter, wenn ihr nicht genug von unseren Hackfressen bekommt. Also Hackfress ist auch ein Wort, das sagt man viel zu selten. Absolut. Oder? Es gibt so eine Menge Begriffe, die man viel zu selten ich finde, das hat so richtig schön, das ist so ein richtig stabiles, hartes Wort. Ja, ja. Hackfresse. Lässt doch ja, wenig Spielraum übrig für... Nee, er meint das. Nein, er hat gesagt Hackfresse. Ja. Hoppla, schon wieder vom Thema abgekommen. Also, liebe Hackfressen, in diesem Sinne, komm. Ich würde mal sagen... Liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken. Herzlich willkommen. Anneke Schreng. Mal paar Herzen. Alle große Hipster auf Doom. Bing. Oder da? Ich weiß es nicht. Das machst oder du da? Oder da? Ich überlege mir das, während ich schneide. Abonnieren. Sag mal, dies, das? Dies, das. Ananas.